Ja. Gold Opener. Wir müssen, glaube ich, Larger Legends into Fortune spielen. Boah, wir holy shit, wir haben uns echt verändert, Johnny. Willst du dein Video starten, oder? Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Double Up mit Tuni Tunsen. Double Up, Banger. Ist es ein Banger? Nee, Unranked to Master Projekt. Ach so, ja. Projekt. Weil ich lade ja auch Runden hoch, die keine Banger sind. Das ist ja die Lösung. Ja, good luck, Manu. Und jetzt raus aus meinem Chat. Warum leuchte ich so? Ach so. Als Larger Legend zuhören. Ja, wir sind krass. Ich dachte mir auch so, Son Goku. Ich habe aber von Totoro geträumt. Oh, echt? Mhm. Ja, krass. Ja, war gut. Also jetzt habe ich auch mehr Bock. Ich hatte nicht so Bock gestern. Aber ja, dachte ich, dass das was auf mich zukommt so. Und jetzt habe ich, jetzt bin ich in it to win it. Ich hab wir sind auch alle müde, muss man sagen. Ja. Ich habe einen Heavenly Start. Ja, ich habe einen krassen Storyweaver Start. Ich schick dir eine Riven. Also ich weiß nicht, ob ich Kaiser durchspielen will, weil gestern habe ich damit nicht so gute Erfahrungen. Nee, gestern, wir vergessen das alles. Alles, okay. Was gestern war, war Fake. Okay, alles, was gestern war, ist Vergangenheit. Ist Vergangenheit und wird auch nicht die Zukunft sein. Na gut. Ich nehme probably ein K6, aber ich melde mich nochmal. Okay. Ich würde auch einen Ione nehmen oder sowas, weißt du? Ja, na klar. K6 nehme ich nicht mehr. Oh Gott. Annie is excited. So, was hast du denn anzubieten? Oh, eine Kiana, ne? Ja, eine Kiana. Ich habe leider nichts von Fortune gesehen. Game is basically... Lost. Lost. Also erster können wir schon mal nicht mehr werden, Leute. Aber der Rest ist noch drin. Oh, das liebe ich. Das machen wir. Ich habe ein K6-2 oder eine Kiana, die ich dir schicken kann. Was ist dir lieber? Ich würde den K6-2 nehmen. Okay. Dankeschön. So take him. But love him. Das ist... guten Start, würde ich sagen. Ich hätte auch einen Gnar gehabt, den hättest du aber nicht haben wollen, oder? Nee. Geh mir weg mit deinem ekelhaften, angesabberten Rotzarsch. Okay, sorry. Ja. Nee, aber danke fürs Angebot, also appreciate it. Ja, kein Problem. Ja, Tuni, also nicht Fortune zu spielen, weiß ich nicht. Ja, fühlt sich schon schlecht an. Spielt jemand anderes denn Fortune? Ja, wahrscheinlich alle. Aber du, der Timo, der ist ja noch flexibel, ne? Also, ja. Der ist ja nicht festgelegt auf ein Team oder so. Also. Nee. Der ist ja schon noch bereit, hier auch rüber zu hüpfen. Na, leider habe ich dir natürlich gerade erst geschickt. Das heißt, er muss erst mal in meinem Dienste stehen. Ja. Ich glaube, Johnny ist nicht nur angry wegen dem Nachbar. Nee, heute Nacht war wirklich sehr angry bei uns. Ja, ich war schon richtig angry, ja. Ich auch, ja. Vor allem, wir waren irgendwann so angry, dass wir nicht mal mehr geredet haben. Wir haben einfach nur gezockt, um die Leute zu zerstören. Und ich war auch so glücklich, als wir gewonnen haben. Einfach, weil ich wusste, ich kann jetzt schlafen. Aber ich hätte auch nicht schlafen können, hätten wir nicht wenigstens eine Runde gewonnen. Ja. Das war einfach so richtig, so waren wir heute Nacht drauf. Ja, war cool. Ja. So. Ich habe eine Jenna, aber steht das noch, oder? Hä, warum denn Jenna? Yeah? Ich kenne Jenna nicht mehr. Okay. So, ich habe zwei Fortune Units. Ich würde jetzt noch eine Runde gewinnen und dann bin ich weg. Ja, okay. Ich guck dann auch mal, was der Rest spielt, ne? Aha.
Da werde ich ja mal erstmal von Fine Vintage Arsch contestet. Oh, ich gewinne schon. Also nee, du willst eh noch gewinnen, eine Runde, ne? Ja, ich kann auch noch zwei Runden gewinnen. Wenn du sagst, du bist gerade krass, ne? Ja, ich sollte schon krass sein. Ich habe Silvia 2, Garen 2, Kimbo mit Morello. Ja, jetzt merke ich aber noch nichts Richtung Unterstützung. Ja, ja, ich komme gleich. Oh. Das ist auch cool. Da fragt man sich ja, wer hier wirklich krass ist. True. Du spielst Reaper, ne? Ich spiele ja ein bisschen eigentlich erstmal gar nichts. Okay. Ich spiele meine große Liebe. Fortune. 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 Nee, aber wahrscheinlich spiele ich einfach Kane Morgana. Klingt raus. Darf ich dir denn was anbieten? Och, nö. Riven, Aatrox. Och, nö. Riven, Aatrox. Da kommt dann die ganze Geschenkeliste auf einmal um die Ecke. Nö, nö, ich brauche nichts. Hast du früher für den Weihnachtsmann auch immer so Wunschlisten, oder wie hieß das nochmal? So, doch, so Wunschlisten einfach, ne? Geschrieben? Ja, natürlich. Hast du auch mal so Bilder aus Zeitschriften ausgeschnitten und auf so einen Zettel geklebt? Nee, aber ich weiß, dass mein Bruder irgendwann seine Amazon Wishlist gelinkt hat. Lol. Ja, okay. Diese war... neumodischen Kinder von heute, du. Naja. Ich hab einen Jone, den nehme ich mit, ne? Nee. Okay. Es sei denn, du willst ihn für deinen Teemo spielen. Verstehe, verstehe. Dauer, aber jetzt habe ich verstanden. Aber wir können auch chillen, wenn wir die Runde, also wenn wir Full Win Streak spielen, ist ja auch fein. Mhm. Ja, ja. So. Also. Brix Brex denkt, er darf Heavenly spielen. Der hat schon mal ein Heavenly Emblem. Was passiert hier? Spiele ich Heavenly und die ganze Welt? Auch. Tony, vielleicht brauche ich deine Unterstützung. Es gibt hier zwei, drei wirklich starke Gegner. Okay. Ich brauche deine Unterstützung. Ja, ich sollte den hier recht schnell haben eigentlich. Obwohl der Solaris hat, das ist natürlich auch schon mal... Okay, nevermind. Ich bin einfach krass. Call an ambulance, but not for me! Shadowgwen ist auch white, ja. Macht auch Bock. Ich hatte jetzt Yorick mit Raid Boss, das war auch richtig geil. Also Yorick Hero Augment mit Raid Boss oder auch noch zusätzlich oder nur das eine? Was war's? Sorry, nochmal. Hattest du auch das Hero Augment von Yorick? Ja. Oh, das war ganz schön. Rag dann. Das ist korrekt. So, ich würde jetzt mal noch die Runde abwarten. Ja. Aber dann ist auch Zeit. Dann ist der Teemo auch langsam mal... Ja. Ne? Ja, ja, der kann dann... Also so kann es ja nicht weitergehen. Zu Hause. Ja, genau das. Oh, erinnerst du dich an das Board, was ich dir gestern geschickt habe? Dieses Heavenly Giga-Crackte... Lee Sin war das, ne? Ja, ja. Und das kann ich wahrscheinlich bauen at some point. Wenn ich mich noch dran erinnern würde, wie es gehen würde. Ich hab zwei Senna einfach bekommen aus dem Orb, aber schon Bait auch, ne? Ich hab noch eine Senna, wenn du sie willst. Ist sie mal gehalten. Timo! Dankeschön. Nee, ich glaube, das lasse ich. So, ach, warum nehme ich denn eine Elaui für dich mit? Also willst du die Senna nicht? Das weiß ich ja auch nicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Oh no.
Ah, ist gar nicht schlimm, ne? Ich hier gewinne. Wie stark bist du so? Ja, ohne den Timo wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark. Ups. Der hat ja auch eine Annie, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ja, es liegt auf jeden Fall nicht an mir, das können wir ja schon mal festhalten, ne? Also... Das definitiv nicht. Dass ich dir den Timo da geklaut habe, hat ja garantiert gar keinen Einfluss auf deine Leistung. Genau. Ja, mit wie viel kommst denn du? Eine sie wirft. Hey, ey, das war der absolut beste Loss aller Zeiten. So, der Gegner... Also, oh, ich habe Raining Gold. Da bin ich schon auch drin, ne? Haben wir das einfach beide? Na klar. Es gibt eine neue Regel in Double Up für uns, Leute. Always pick Gold. Reality ist ein Shit. Ich spiele jetzt trotzdem. Oh, mein Brain. Mein Brainus Maximus. Wie bitte? Ich fand meinen Ink Shadow Run gestern auch nice. Korrekt. Jetzt ist ja doch die Senna hier. Ja, ja. Warum ich die denn gesellt? Kann ja. Nee, ich spiele die nicht. Soll ich einen Jack side? Nee, nee, nee. Ich pilte gleich. Ich habe einen scheiß Ink Shadow Item. Na gut. Da ist Toni eine Expertin. Da würde ich mich nie mit dir anlegen. Ja, Leute, wir enden jetzt quasi mit der Idee, dass wir ja extra Health haben wegen dem Encounter, wegen dem Portal. Dann haben wir Early Winstreak gespielt, das heißt, wir haben sehr viel HP gesaved. Und jetzt, alles, was wir bis jetzt getan haben, läuft jetzt darauf hinaus, dass wir so schnell es geht runterrennen. Also quasi ignoriert alles, was ihr über TFT kennt and run it fucking down. Was kann ich Ihnen denn schicken? Aatrox, Riven. Jax? Art. Ach nee, den wollt's ja nicht. Genau. Nee, nee, den hab ich. Er wird gekickt gleich für irgendwas Besseres. Ja, aber hier ist... Timo gewinne ich. Ja. Aber das war ja auch richtig, weil ich hatte ja dann Fortune und musste es verlieren. Ja. Ja, yeah, so muss man es ja auch mal betrachten. Das war ja hier alles von langer Hand eingefädelt. Ja, bist du schwach genug? Ich schon? Also schwächer kann ich wirklich nicht sein. Guck auf mein Board. Also ich spiele quasi... Naja, ja. Ja, der Koboku 2 ist schon... Ja, ich möchte mich da entschuldigen für meine frevelhafte Aussage. Ich bin natürlich bockstark. Dank meines überragenden Kuboku Two-Stars. Ich habe leider auch völlig vergessen, was ich brauche und habe jetzt einfach mal Attack Speed genommen. Und vor allem auch Attack Speed 3 Cost statt Attack Speed 4 Cost mit Sidus. Naja. Ein 4 Cost Champion und 4 Gold. Ein Training Dummy. Component Anvil oder 2 3 Cost Champions? Ja, ein Vorkost. Vielleicht ist ja ein Cooler für dich dabei. Nee, aber ein Cooler für mich. Ah, oh, sehr gut. Das Annie gefällt mir doch noch besser. Nee, Lee Sin. Oh, aber Annie wäre krass gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Es tut mir leid. Was wollte ich nicht? Ja, für dich nehme ich jetzt gerade mal erstmal nichts mit, ne? Ja. Außer halt, ich finde Lee oder so. In Kha'Zix würde ich immer noch nehmen. Ach so. Ich glaube, ich gehe
Probably echt einfach Kane. Okay. Ich verliere hier gegen einen Lee Sin, der wirklich sehr gut bezahlt ist. Oh. Ja, da wird schon einiges von mir contestet sein. Also. Oh, der geht halt Dragon laden, ne? Ja, oh, ich muss mein Headset-Akku wechseln. Bin gleich wieder da. Kann ich alles sagen, was ich möchte, und Johnny hört es nicht. So, Johnny, ich höre dich nicht. Aber ich glaube, ich kann dir was schicken. Sehr gut. Entweder ein Component Anvil, ein 4-Cost-Champion und 4 Gold, ein Trainingsdummy oder 2 3-Cost-Champions. Und also, ich höre dich wieder. Ich hätte gerne 4-Cost. Na klar. Toll. Und? Das ist eine Syndra. Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, bin ich ehrlich. Das verstehe ich sehr gut, ja. Aber ist nicht schlimm. I'm running down. Tony, wenn du jetzt zu stark bist, bin ich, glaube ich, traurig. Ja, ich bin stark. Sehr stark. Okay, Fortune gegen Fortune. Wer verliert härter? Tony, du musst dich zurückhalten. Tony, calm down. Ich glaube, ich bin nicht so stark gegen den, oder? Tony, du musst dich jetzt einmal entspannen. Ah, ja. Tony. Mach mal lieber schnell. Tony. Mach mal lieber ganz schnell. Okay, ich hab's. So, das heißt, den haben wir weggegrieft. Was? Niemand verliert härter, it's APG, just Johnny. Running it down. Der hat schon sich echt Mühe gegeben, ne? Also. Push your luck. Spiel ich. Ohne Time. Mein Team. Wie bitte? Ich hab Morgana gefunden, die rock ich jetzt mal ein bisschen. Rock du die mal ein bisschen? Ich kann dir einen Kha'Zix schicken. Ist das schon ein Ding, oder? Ja, das ist ein Ding. Hätte ich sehr gerne. Ich habe gegen die Wölfe verloren. Oh, ich hätte auch einen Kane. Ist egal, ich will Kha'Zix. Okay. I guess. Das ist geil. Ich nehme meinen Kane an. Ich, Scheiße. Tony, darf ich was probieren? Ja, klar. Okay, danke. Unterschätzt das mal nicht. Hä? Im Norden ist Kane tanky. Was? Chat-Gerät, alles gut. Okay, okay. Könnte noch mal für ein Gold Augment gehen. Macht man das hier? Oh, ich habe Reinforcement. Soll ich das machen? Okay. Ja? Ich mach's. Ich hab's gemacht. Okay. Aber ich will keinen Nautilus. Warte auf Kaiser, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon. Oder Galio. Einfach den Galio hier, ne?
Oh, sorry. Ja, ich bin aber gleich auch wieder geistig anwesend. Die ist echt schwer mit dir zu verlieren. Scheiße. GG. Oh. Oh. Oh mein Gott, dass wir das verlieren. Wow. I love to see it. Das war actually huge, ja. So, Twitch-Chat. Hat wer die Fortune-Tabelle per Link für mich? Das wäre huge. Shall I prove them right? Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, dann rolle ich jetzt mal nicht. Sonst werde ich ja nur noch stärker. Dann level ich jetzt einfach auch auf 9. Oder? Ja, die ganz normalen Probleme. Ja, ich kann gleich nochmal gucken, wie ich nochmal schwächer werde, aber... Okay. Ja, hart contested, ne? Ich brauche einen Duplicator. Ich brauche einen... Oh, das ist ja scheiße. Also warum steht mein Kano auf der Stelle? Ach, weil der... Och, ach, weil der Dingens hat. Sniper's Focus, das ist ja so terrible. Der dreht sich aber die ganze Zeit auf der Stelle und hittet einfach niemanden damit. Och, Mann. Okay. Ja, ich muss eigentlich rollen für Kaiser, ne? Ansonsten hat das hier nichts mehr. Es gibt keine, die Tomb of Trails gibt's nur bei super wenig Luck. Also bei 30, aber ich bin halt schon bei, keine Ahnung, 5000. Das ist voll sad. Das ist ja doch. Ich hätte ein Galio für dich, ist das ein Thema? Oh, Galio 3 hätten wir hier nicht. Weil ich contested bin. Ja, mit dieser Einstellung auf jeden Fall nicht. wie sieht's aus mit dem Kane? Behalte ich den? Also, ja, ich hab einen. Kannst ruhig den behalten. Oder was meinst also, du? Also, ja, also ich behalte ihn und schicke ihn dir dann. Ich ja, wir können nicht. Auch einfach beide Kane spielen. Nee, ich will gar keinen Kane. Ach so. Ja, da kannst du mich verkaufen, ich werde schon kein 2. Aber ich mache gar keine Sorgen. Aber ich habe auch sonst nichts, was ich schicken kann, also. Ich behalte ihn einfach. Na gut. Okay, ja. Ich dachte, ich könnte vielleicht Fortune 7 anspielen, weißt du, aber ist leider nicht. Wäre krass gewesen, ja. Ja. Beziehen sich die Angaben, Leute, aus dem Fortune Table auf die Zahl da oben? Ja, ne? Das heißt, 130 ist so ein Ding. Ist ja auch ein Lee Sin. Aber du bist committed, ne? Ne, ich spiele auch Lee Sin, ja. Soll ich beide mitnehmen? Nee. Wie du magst, also du spielst den Kenny aktuell, ne? Aber eher so aus Langeweile, lang. Oder? Naja, mir fehlt ein Bruiser. Hm, okay. Ja, also kannst du den einfach sell, wenn dir was fehlt. Das ich werde hier auf jeden Fall alles hitten. Bin da sehr optimistisch. Also ich bin gleich bei 110. Okay, ich würde gern 130 Luck. Es gibt diesen Buff, dass man jeden Trade einmal mehr hat. Kaiser allein ist so weak.
Okay, ich verliere gleich noch eine Runde, Toni, und dann fangen wir an. Ich bin so ein dummer Bastard, ey. Ich verliere einfach die zweite Creep Round in Folge, weil ich einfach nicht realisiere, dass ich ja ein Line-Up stellen muss. Oh, nevermind. Oh mein Gott, und das ist auch noch so ein fettes. Jo, das wäre keiner bitter gewesen. Ach Mann. War so nah dran. Ich habe eine Kaiser für dich, soll ich die mitnehmen? Nee? Ja, doch, eine Kaiser brauche ich. Brauchst du Wukong? Ja. Dann nehme ich eher den mit statt dem Kane, ja. Ne? Ja. Zwei Random Components, ein 5-Cost-Champion und 7 Gold, zwei 4-Cost-Champions oder ein Remover. Mach einfach irgendwas, ich habe keine Ahnung, ich muss gerade den Play machen. Ich krieg alle Legendaries. Ich schick die Kaiser, ne? Kane so broken. Agree. Ach Mann, ich krieg das nicht hin. Könnt ihr einen Wukong schicken? Ja, gerne. Der Cash-Out ist so scheiße, ey. Das ist crazy. Hast du nichts Gutes bekommen? Ja, doch, aber halt ganz viele Masterwork-Upgrades, aber ich habe halt gar keine Items. Also. Ist da halt. Aber ist schon. Also ist schon auf jeden Fall spielbar, aber irgendwie sehr schwer.
Oh, okay, ich habe den Kane 2. Ich habe jetzt 2. Nice. Ja. Also eigentlich bin ich krass jetzt. Okay. Die anderen sind halt auch krass. Thresh 3, aber keine Feos 3. Das soll ich eigentlich gewinnen. Ich spiele nicht gegen den. Gegen meinen Erzrivalen spielen, aber der hat kein Galio 2. Ja. Und auch kein Udyr 2, also ich sollte schon gewinnen. Denke ich auch. Dafür hat er Huey, aber so krass ist Huey nicht, oder? Nee, ich denke auch nicht. Ja, ich glaube, ich habe es auch gelöst. Also es war super schwer, aber ist fein. Geil. Nur eine Xayah. Dir fehlt eine Xayah? Ja. Ja, ich hab einen Rakan, den könnte ich im Zweifelsfall irgendwann mal... Okay. Ach nee. Das ist ja schon wieder kein normales Item. Wir brauchen ein fucking normales Item, right? Please. We are made by our choices. Jetzt da, Fios 3. Das ist es. Er hat ein Zekis, ha. Happens. Die eine Ult von der Kaiser weniger verliert es leider, ne? Okay. Bist du krass? Gleich ja. Ein bisschen Item-Probleme. Aber ich bin schon eigentlich sehr krass, ja. Zumindest darauf achten, ob die Gegner Zekis haben. Wurde mir zum Verhängnis. Okay. Aber mir fehlt dann noch die Irelia 2. Aber wenn ich die habe, ist das ziemlich duster. Boah, das war aber schon einer der abgefucktesten. Cash-ins, die ich hier hatte. Also keine Ahnung, bessere Spieler können das garantiert, aber.
Prophezeier. Hast du irgendeine Legendary noch? Ja, nur für Legendary, also nur auf 3, aber ich glaube, das hätten wir nicht. Na, wir können ja irgendeine probieren, ne? So ist es nicht. Welche würdest du denn probieren wollen? Keine Ahnung. Bin offen für alles. Also wir müssen mal gucken, was am wenigsten gespielt wird, ne? Wie strong ist der denn? Holy shit, der ist strong. Ist verloren? Nee. Aber ich dachte, ich stomp jetzt hier einfach überall drüber. Jetzt wär's gar nichts. Na, die sind nicht so schwach dabei, die Hasen hier. Ja. So, wer ist mein Contester? Sind auch auf 4 HP, ne? Wenn der rausfliegt, kann ich das auf 3 hitten. Wo ist nochmal der Zirkus-Typ? Ja, das ist Double Prison Medic, Sniper Focus Irelia da. Guckst du richtig? Okay. Nice. Ja. Wir zwei Teams sind auf 1 HP. Irgendwas für Xayah mitnehmen hier. Es gibt nicht so viel, to be fair. Das ist korrekt. Ah. Ist ein bisschen, wenig. Cool, jetzt kriege ich einen Component. Ja, was nimmt man da? AP, Träne, Okay, also Diana Strady hat Kaiser 3 Style. Das ist unser... Das ist die Benchmark, die wir heute besiegen müssen. Was kann ich dir noch schicken? Ich glaube nichts. Ich glaube, okay. Ich bin fertig, to be honest. Ah, ja, ich habe noch keinen Rakan 2, aber... Na gut. Kaiser 3 Typ beschäftige ich leider jetzt nicht so super lang. Hey, sind alle auf einem HP. Das ist die letzte Runde jetzt. Ja, ich habe auch verloren. Ich weiß gar nicht warum. Hab ich nicht gedacht. Pack man, dass niemand rausfliegt. Ich kann nichts mehr machen mit meinem Gold. Typ. Die zerstört mich leider trotzdem, ne? Na, der hier hat any 3-Star, aber ich habe alles andere gekillt, weil meine... Ich hab ihn. Oh Gott, mein Udi hält lang genug durch. Oh boy. Boah. Okay, das ist die Sandra's 3-Star. Oh. No way, wir sind einfach Dritter. No! Oh mein Gott. Scheiße. Ah, nur weil meine Kack-Lisandra nicht genug
Attack Speed hatte, als ich auf dein Board kam. Aber crazy, ja. Ja, aber mit Any 3-Star Vierter werden hat auch diesen ganz anderen Vibe, ne? Ja, der stand aber auch mega bad. Ich habe quasi die Any sofort in so eine Teekanne gedonnert. Die hat noch nicht einmal gehütet gehabt. Dann ist okay, alles andere in der Zeit gestorben und dann wird die ja gewonshottet, weil sie letzte Unit ist. Also ich glaube, die hat keine 2000 Schaden getankt. Aber ist schon krass. Also in der Runde gab es Kaiser 3-Star, Syndra 3-Star und Any 3-Star. Mhm. Das ist schon keiner crazy. It's pain. Aber ich muss echt sagen, ich bin so enttäuscht von Irelia. Ich habe quasi Duelist 4, Double Radiant Item plus Sniper Fokus. Boah. Und die macht gar nichts. Das sind probably auch einfach die crazy schlechten Items so. Aber imagine, ich hätte den Kane zwei Prismatics gegeben. Junge, der hätte alles rasiert. Ja. Das war schon. Also den Fortune Cash habe ich echt terrible gespielt. Aber war trotzdem eine schöne Runde. Deswegen, Leute, ist zwar ein Dritter, aber auch ein Dritter macht ja Spaß. In dem Sinne. Morgen gibt es eine weitere Folge. Gieß. Was war da für ein Cashout, Leute? 130 oder so? Der war komplett shit ass Arsch. Ja, crazy. Also der ist so schwer. Ich habe quasi... Ja. Yeah. Ich habe vier Legendaries bekommen, zwei Support-Item-Anvils und drei Masterwork-Upgrades. Aber ich hatte halt gar keinen Platz auf der Bank und ich habe nicht verstanden, was der mir noch geben wollte. Da lag halt immer noch sowas und ich dachte mir, ja, da liegt halt noch ein Support-Item oder so. Ja. Yeah. Und in derselben Kategorie gibt es auch alle Trades plus eins, was ich übel sexy finde. Oder Double Tacticans Crown, was ja auch geil ist. Okay, I see. Ja, also ich glaube, Masterwork Upgrade ist garantiert krass, aber ich hatte einfach keine Items. Ich hatte auch gar nichts. Ich habe quasi nur Tank-Items geslammt. Und mein Ude lief dann am Ende mit Kranken. Ich bin einfach bad. Aber war ein schöner... Ja, da kannst du nichts für das. Die Items haben halt auch nicht synergiert einfach. Ich meine, du kannst ja kein Support-Item Masterworken. Ja. Ja, ohne Scheiß, ne? Ich hatte so viele Artifact-Items. Keiner Set. Aber war eine geile Runde.